Blickkontakt entziehen und sich jemand Neuem zuwenden, dann kann er nichts mehr sagen. Ich würde sagen, Thomas Anders ist der Vater aller Schaumpartys. Wir haben auch die Mutter des Frauenfußballs hier. Das wo, ist aber jetzt ein Transfer. Das ist aber wo machen Sie Urlaub nach der Fußball-Damen-Weltmeisterschaft? Frauen-Weltmeisterschaft. Und Fußball, ich mache danach auf dem Balkon endlich mal zu Hause. Warum kann man eigentlich sagen Damenfußball-Weltmeisterschaft? Ja, also weil die weibliche Bevölkerung, das sind Frauen. Und ein Teil von den Frauen sind Damen. Und wir wollen für alle Frauen offen sein. Ach okay. So. Okay. Ja. Ach, Frauen, aber man ist der Überbegriff. Auch, man sagt doch auch zum Beispiel das Springreiten der Herren, ja, und nicht der Männer. Ja, ja, aber Herren vielleicht sind auch so wenig eine ganz Männer, die Springreiten machen. Dann sind es nur die Herren. Ja, aber Herren sind ja auch wieder eine ganz spezielle Gattung der Männer sozusagen. Genau. Sind Herr ja Welke, auch nicht alles Herren. Würdest du mal Herrn Männer, Welke fragen, wo er Urlaub macht? Mir ja, sagt das nicht. Herr Welke, Herr Welke reist sicher an einen ganz... Jetzt bin ich sehr gespannt auf das Adjektiv. Ja. Ja. Ja, ich auch, ich suche es noch. Das hat nichts mit Schaumbädern zu tun. Nee, nee. An einen exotischen Ort. Nein, exotisch? Das, nee, Kanada. Wir machen Urlaub in Kanada. Das finde ich exotisch. Ja? Habt ihr exotisch da auch denke so ich an Palmen anderen, oder so. Nee, aber ist das nicht so wie alle anderen Moderatoren? Habt ihr da auch eine eigene Insel? Nein, das hat man doch heute nein, nein, nein. Wir besitzen nicht mal eine Insel. Wir machen da einfach so Urlaub. Aber bei man jemandem, der eine Insel hat, oder? Ihr habt euch das Haus gemietet von irgendjemandem, der eine Insel hat. Du meinst jemand, der hier früher mal moderiert hat? Nein. Mhm. Nein. Gut. Ja, ich weiß alles, was ich wissen wollte. Machst du eigentlich Urlaub? Ja, zu Hause dieses Jahr auch. Spannend. Ich liebe es, Garten und Balkonien und so weiter. Ja. So, es ist soweit, wir sprechen mit Herrn Anders. Ich brauche Ihnen nichts zu erzählen zu Thomas Anders. Bekannt geworden vor Och, 30 lange Jahren. Ja. Jetzt müssen wir stark sein. Ja. Das Schlimme ist, ich dachte eigentlich vorhin kurz, ich war doch vor 30 Jahren noch gar nicht auf der Welt. Und dann habe ich nachgerechnet auch, und dann dachte ich mir doch, war aber ich eben ich war schon. Schon seit 42 Jahren auf der Bühne. Das ist ja das Phänomenale daran. Du bist schon seit 42 ja Jahren auf der ja Bühne? Du bist schon 50. 42 und 6 ergibt 48. Ach so, mit 6 hast du mit angefangen ich auf der angefangen Bühne. Genau. Auch darüber werden wir gleich sprechen. Aber wir fangen erstmal da. Mich interessiert, ich habe mich immer gefragt, warum ist deine Hose nicht ausgebeult? Wo? Ja, was meinst du? Ich meine, Barbara, bitte jetzt. Ist das nicht eine herrliche Einstiegsfrage? Ja. Erstmal verunsichern und dann. So. Nein. Hier an den Seiten. Weil ich weiß es jetzt warum, denn du hast nie viel Kleingeld in den Taschen. Das stimmt. Ich habe nie Kleingeld in den Taschen. Also ich habe doch tagsüber schon, aber ich nehme das abends immer raus. Ja. Und das kommt dann in eine große Schale und mhm, dann sammle ich das. Und für wen sammelst du? Mein Sohn freut sich. Ach, du zahlst das dann ein? Bringst ja, das so alle gut? 6 Wochen oder sowas wird es so zur Bank gebracht. Nehmen die das denn so? Weil meine Sparkasse hat zu mir gesagt, sie nehmen es nur, wenn es gerollt ist. Und da hab nein, ich gesagt, wir haben eine, wir in Koblenz, ja? Koblenz, ja? Wir in Koblenz haben eine Maschine, da wirft man das rein. Und die sagen, und dann geht das rat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 
mördermäßig Spaß. Es ist viel schöner zu zweit eigentlich. Ja, ja, es kommt drauf an, mit wem. Es kommt drauf an, mit wem bitte. Ja? Ja, ja, klar. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viel schöner ist. Man muss natürlich auch das ganze Geld durch zwei teilen. Ist das ein Punkt, den du dir auch überlegt hast? Weil es ist natürlich, du hättest ja auch alles für dich alleine behalten können, denn ich gehe mal davon aus, dass es ein Erfolg wird. Ja, Uwe heißt ja Fahrenkrug-Petersen. Und er wollte eigentlich, dass das Projekt anders Fahrenkrug-Petersen heißt. Aber da habe ich gesagt, nein, durch drei teile ich nicht. Nur durch zwei. Ja, das hast du dir, da lass dir mal nicht die Butter vom Brot nehmen. Hast du völlig recht. Wir haben ja mit Silvia Fauck eine Spezialistin für Liebeskummer. Und die Frage, die doch irgendwie mal gestellt werden muss, gab es eigentlich nach der Trennung von Dieter Bohlen auch Liebeskummer? Gab es, sagen wir mal... Liebeskummer impliziert, dass man mal geliebt hat. Ja? Ist das so, Frau Fauck? Nein, also nein. In diesem Falle war, glaube ich, nicht der Liebeskummer gemeint, was man mal geliebt hat, sondern ich glaube, sie meint nur, dass man mal zusammen war, in welcher Richtung dann auch immer. Und dann ist ja ehemals Kummer? Zusammenkummer, zusammen gewesen Kummer genau, oder so. Genau. Nein, das muss ja nicht immer, die Liebe muss ja immer nicht die sein zwischen zwei Menschen intim, sondern es kann ja auch eine Gott, Gott bewahre. Oh Gott, die Bilder kriege ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Na, Albträume heute. Kinder, ich bin doch keine Sextherapeutin, sondern nur die Kummerfee. Genau, also sie hätte nichts zu tun gehabt bei der Trennung zwischen dir Nein, und Dieter. Bei mir nicht. Bei dir nicht. Er ist auch nicht so der Typ, glaube ich, für die Couch. Nein, ehrlich nicht? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Kostet zu viel. Ich wäre zu teuer. Ich wäre zu teuer. Da redet er lieber mit jemandem, der es umsonst macht. Und der nebenher noch nass durchwischt irgendwie. Dann hat man beides in einem. So, wir gucken einfach mal rein, weil es gibt auch schon, es gibt nicht nur eine CD, sondern es gibt auch schon Video. Na, stell dir vor. Die Single heißt Gigolo. Gigolo. Wir werden gleich drüber reden, aber vorher gucken wir es uns an. Gerne.